Seid auch, ja, aber wir haben auch Kreatin. Es ist in den Fingernägeln, in den Haaren ist es drin, nicht wahr? Dann denke ich mir, was ist denn der Problem? Was ist denn, what's the problem? Und der Doktor tells me, Kreatin, okay, aber Morgellons, they have Kreatin, and then we also have Kreatin in our fingernails, in our hair, in our skin. So denke ich mir, what the F is he talking about? What's his problem? I don't give a about it, what, you know? Und das denke ich mir, na und? Dann bedeutet das nur, das sind Lebewesen wie du und ich. Sie sind halt nur auf einer Mikrogröße und trotzdem sind sie so schnell wie eine attackierende Kobra. Also hier, wenn eine Kobra vorbeigeht oder sowas in der Wüste, dann schnappt sie zu, ne? Es geht richtig schnell. Aber in meinen Videoclips, die Morgellen, die sind ein Dreißigstel einer Größe. Der Größe habt ihr ja gesehen. Die Pinzette ist ja wie ein riesiges Ding, ne? Und trotzdem, die schnellen genauso schnell nach vorne. Ne? Also es ist eigentlich egal. Eigentlich, umso schwerer etwas ist, es sollte langsamer funktionieren. Ne? Zum Beispiel eine Schlange ist ein bisschen schwerer als so diese Mikro-Ding, Parasiten. Ne? Ja, mir ist gerade der Gesprächsstoff ein bisschen ausgegangen, aber ich genieße es ein bisschen hier und dann, ja, manchmal kommt es vor, dass ich das einfach die Dinger hier, die Eier rausreiße und dann das war's. Das juckt hier, ich muss einmal das machen, ein bisschen nass machen, das Zeug und so weiter. Oi, 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 oi. Es ist schau. Es ist erst 10 Minuten vergangen, you know. Just 10 minutes have passed, you know. Wow. So, what else can we do? That's generally it. I'm gonna stay here now, relax, you know, in there, and then think about things. Yeah, this is a good time out thing, you know. Nice hot water, putting your hands in there, and then just relaxing, you know. And you may even fall asleep. If you have Kundalini Reiki, well, you may just put your hands on your, what do you say, these things, top of thighs, right? You know, like better yet if this is naked, no pants there, and you're sitting there, for instance, you're having your feet in the water or not, and then you activate Kundalini Reiki and just put your hands on top of it here or somewhere in it, for instance. For women, they like that. Of course, they will because everybody likes that. Women, they have very little body muscle tissue. That's why they freeze easier. I know that too because, like, when I weighed it 60 kilograms, I froze as well, you know, very quickly. Now that I'm so fat right now, I don't freeze. So actually, I do freeze as well very quickly because of this infections that I have here. I'm running around with a hat, you know, so it's terrible. But that's how it works. And you know, just put your hands on the thing. And you know, let the energy just flow into it, you know, that makes you very tired. And that's why it's a good idea to be sitting in not armchair, but in a nice sofa where you can relax, lean back, you know, and then have it there and you really fall asleep. That's so tired. So eventually, das ist was man macht, wenn man mit Reiki macht. Ne, man tut es einfach auf die Schenkel drauf, Oberschenkel drauf, wie ich schon gezeigt habe. Und man lässt die Energie einströmen. Und man kann das machen, entweder sitzt man hier in so Wasser drin oder zu Hause, wo auch immer gerade, oder bist du beim Arzt oder sonst wo im Warteraum. Die Person nebenan, wo neben dir zum Beispiel sitzen wird, die wird auch die Energie spüren. Ne? Das ist interessant, dass man dann die Leute so ansieht, ne? Und so weiter, wie sie reagieren. Und dann, es ist gut, nicht in einen Stuhl zu sitzen, auf einen Stuhl zu sitzen, weil wenn man müde wird, dann könnte man umkippen und dann macht's Batsch, ne? Dann denken die Leute, was ist denn los mit der, ne? Und am besten auf eine Couch, die war schön entspannt, zurücklehnen auf der Couch, die Hände auf die Oberschenkel gelegt, aber vorher die Kundalini aufgerufen, nicht wahr? Und man wird wirklich müde, man wird so müde, nicht wahr? Und wer immer halt Interesse hat, ne? Einfach mal mich anschreiben lassen und ja, mal vielleicht so ein bisschen kommunizieren, wann ich Energie senden könnte. Oder ich müsste reinschreiben in einen, nee, besser nicht. Ach, das ist so kompliziert. Es wäre besser, wenn YouTube so eine Art Mail-System hätte.
wie die Forums, wo man sich anmelden kann und dann sagen kann, okay, um diese Uhrzeit sende ich dir ein bisschen Energie, ne? Enjoy it, genieße es. Ja, aber so, dann weiß man nicht, ist der eine online oder nicht, you know, that's the thing it is, you know, like, it would be good if YouTube would have something like a PN system, private messages, PM system, yes, like in forums they do. So here you could go write me and say, you know, I would like to have a Kundalini distance, Kundalini Reiki, you know, just to enjoy it. And then say, okay, well, today, and I would like to have it at this time. Then you would wait for my acknowledgement that, yes, I will do it on that day or date or that time or a little later, whatever. You know, we have to get attuned perfectly, because you'll be waiting there and nothing's happening. Then you say, this guy's full of bull, you know. So always get an acknowledgement from me back, you know, to make sure. But I think this is not going to happen because, you know, there's no real communication there. Unless somebody is writing something, a message, or saying about a video or something, you know, and it says this answer was done in 10 minutes ago, you know, then you know, okay, this person is online. Then you just write back, how about I send you right now Kundalini Reiki? And when this person writes back, yes, do so, then I will write back, okay, in 5 minutes I will start, you know, and then I can charge up myself, and then send it. You can just sit in front of the computer, just relax, you know, but you should relax, do nothing, because when you concentrate doing something else, on your hand, doing something, then you may not feel it. You're supposed to relax and listen to your body, you know. So genauso, wenn jemand ist gerade online, zum Beispiel auf YouTube, und die Person antwortet mir gerade wegen einem Video, und dann bekomme ich eine Nachricht, außer die sind unsichtbar oder sowas, dann muss ich da in Kommunikation reinschauen, nicht wahr? Also erst einmal anklicken und dann so. Und dann habe ich die ganze Liste, wie ein Administrator sie hat. Ne? Oder, und dann steht da, vor 10 Minuten hat zum Beispiel Casey geantwortet. Dann sage ich, okay, sie ist online. Dann schreibe ich zurück, hey, möchtest du Kundalini haben? Und sie antwortet, ja, sure, okay, dann sag mal, jetzt in 5 Minuten. Das ist aber wichtig, dass man nichts macht währenddessen. Man ist zum Beispiel entspannt, man kann sich hinlegen oder auf eine Couch gemütlich legen und einfach zuhören auf den Körper, was da passiert, wie die Hände heiß werden. Da kann man sich selbst noch die Hände auflegen, nicht wahr? Und dann spürt man es. Man könnte auch einen Kristall in die Hand nehmen, nicht wahr? Und ihn halten, und der würde dann ziemlich sehr lange heiß sein. Der Grund dafür, weil es kein echter Kristall ist. Die Dinger sind aus Glas heutzutage. Ist alles nur noch gefälscht. Wenn du einen echten Bergkristall hältst, die sind Härtegrade 7. Die Dinger bleiben kalt. Da kannst du machen, was du willst, ne? Außer es ist Glas, dann so ist es. Also am besten nichts dergleichen machen. Die Hände einfach sich auf die Oberschenkel legen oder sich hinlegen oder sich wie auch immer hinsetzen, ne, gemütlich und eindringen lassen. Man wird bestimmt müde und so weiter. Man kann sich sein Handy hinstellen und sagen, okay, jetzt geht's los, nicht wahr? Vielleicht hat man noch die Kraft, auf die Uhr zu schauen. Okay, jetzt geht's los um so und so viel Uhr. Ich fühle mich müde, ich werde gleich einschlafen oder sowas, nicht wahr? Und ja, die Kamera filmt ja euch, ne? Die iPhone. So with an iPhone, for instance, you could film yourself, make a YouTube clip for it, you know, that a Bulgarian is sending you a distant healing on Kundalini Reiki, for instance. And you're filming yourself just like I'm doing it right now, you know. And you may say like, okay, now it's this time o'clock, and yes, Bulgarian said on this time he was going to send me, yes, and I'm feeling it, or I'm falling asleep, you know, or maybe you're not falling asleep, you know, just enjoying your energy. This energy is floating. Put your hands on your thighs on top of it, you know, and feel totally relaxed, you know.